Oh, ich höre Sternschnuppen. Nimm die mit, die kannst du verkaufen. Die bringen 5 Silber. Ja, die kannst du auch, wenn du, wenn du davon 10 Stück hast. Oh, ich muss gleich mal erstmal was essen. Dann kannst du daraus Mana machen. Was will ich denn mit Mana? Ich bin ein Bogenschütze. Wenn du zaubern möchtest irgendwann. Ich habe auch natürlich nichts bei. Ah, doch. Aber guck mal, hier geht's auch irgendwo runter. Wo bist du? Ich stehe hier. Aber die sehen schon toll aus, die Feuerpfeile, ne? Ja, das schon. Also, die machen schon was her, sag ich mal. So. Ja, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal unten. Zumindest, ja, die Kiste ist zumindest leer. Dann wird die da unten wahrscheinlich auch leer sein. Ja, wahrscheinlich. Oh nein! Sieht aber ein bisschen aus wie Silvester, ehrlich gesagt. Wenn du da schießt. So. Ich schieße einfach nur in Panik um mich, ey. Ich sehe das schon. Das sieht sehr kontrolliert aus, was du tust, auf jeden Fall. Ich habe jetzt 163 Holz. Au! Also, du bist gleich zu Hause wieder. Oh, wir sollten. Alter, jetzt geht's hier aber los. Halt durch, Alter, halt jetzt. Durch! Ich schieb dir den mal runter. Boah. Jetzt sollten wir aber auch langsam Kette geben. Ab nach Hause. Ja, richtig. Oh! Die kommen ja von vorne auch. Ja, das ist das Problem. Ah, ich glaube, in dem Tempo kriegen die uns nicht. So. Dann können wir mal gucken, ob wir für uns vielleicht eine Rüstung machen können. Und dann sieht ja schon wieder ganz anders aus. Genau. Ach je. So. Tür zu. Oh. So. Gut. Holzrüstung. Das ist. Ah, hier. Ja, kostet quasi das gleiche. Also. Ist quasi 1 und 2 und 3. Das gibt 3 Abwehr dabei. Naja, ist besser als 0. Aber 0. Ja, richtig. Besser als 0. Und sieht natürlich richtig geil aus. So. Jetzt weiß ich, wofür die Augenfarbe bei der Charaktererstellung wichtig war. Ja, wahrscheinlich. Ja. Absolut. Das ist schon... Mann. Das gibt's doch nicht. Aber man kann die einfärben. Also wenn man Farben oder so Materialien für Farben oder so findet, dann... kann man seine Rüstung halt einfärben oder die auch anders aussehen lassen oder so. Aber. Ey, ich hab eine Fessel. Wie, du hast eine Fessel? Ich hab eine Fessel. Ausgestattet in sozialen Schlitz. Geil. Ey, es steht hier wirklich. Ausrüstbar, ja. Ich weiß nicht, was es bringt. Ausgestattet in sozialen Schlitz. Keine Werte werden gewonnen. Ja, das ist dann... Also einfach wie eine Fessel, also zum Beispiel an der Hand oder am Fuß oder so. Der soziale Schlitz. Da, siehst du es? Ich trage sie mit mir rum. Ja, richtig, der ja, richtig. Das ist dieser zweite Dings. Da kannst du halt auch, du kannst ja auch so wie so Skins, sag ich mal, bei diesen Händlern hier holen. Ah. Und dann trägst du das halt damit quasi einfach rum. Ah. So. Genau. So, packen wir mal ein Geld rein. So, hier. Zack. Geil. Druckplatten brauchen wir nicht. Ne? Ich wüsste ich nicht, ne?
Nee. Ach Mensch, Moment, was ist das denn hier? Equipment? House? Wieso kann ich denn den Helm auf die eine oder auf die andere Seite setzen? Ja, einmal wäre dann, dann ist er nur der Skin. Ne? Ja. Und einmal ist er, also du könntest jetzt quasi sagen, okay, ich finde den Skin so geil von der Rüstung, den würde ich gern behalten. Aber ich will lieber eine Tungstenrüstung tragen. Dann kannst du quasi eine Tungstenrüstung tragen, aber den Helm als Skin quasi behalten. Alles klar. Das heißt, ja, okay. Ich habe jetzt gerade die Fessel auf die rechte Seite getan und auf einmal habe ich plus 1 Bewegungstempo. Ach guck, ja. Genau, dann hast du sie halt ausgerüstet, halt nicht als Gegenstand quasi. Ja, das ist das Chain Knife hier. Oh! Möhre, ich habe eine Idee, wie wir uns auseinanderhalten. Ja, jetzt kommt's. Sag nicht mit der Fessel. Nein. Ich mache mir zwar auch eine Holzrüstung. Ja. Ach, wie geil, warum sieht deine so anders aus? Hast du anderes Holz? Ja, ich habe doch dieses Boreal Wood. Stimmt. Ach guck, deine sieht aber deutlich besser aus. Aber dafür bist du Spider-Man. Ja, das stimmt. Aber hier, willst du das Ding haben? Auch wenn der macht halt nur 11 Schaden, ne? Also ich glaube, gegen dein Schwert kackt der ziemlich ab. Ja, nee, das ist ja nicht zum Schaden machen da. Das ist doch, ja, damit du dich festhalten kannst irgendwo, oder nicht? Das Chain Knife? Nee, das Chain Knife leider nicht. Das ist nur, so, also das ist quasi eine Waffe. Nee, aber das ist genauso eine Waffe wie das Jojo. Lass mich damit bloß in Ruhe. aber was man machen kann, das hatte ich gelesen, du kannst, wenn wir zum Beispiel nochmal Amethysten oder so finden, ja, ne? Du brauchst 10 Amethysten oder Rubine oder was weiß ich, und dann kannst du dir auch so einen Grappling-Hook basteln. Aber der kann dann nicht, sag ich mal, jetzt 3, 4, 5 von den Dingern, sondern der macht dann halt 1, dann hält sich halt daran fest und danach kannst du erst wieder den nächsten halt schießen. Ach so. Also du kannst jetzt dich nicht so irgendwie dahin bauen, sondern du hast halt da nur einen. Aber du zumindest schon mal so ein bisschen, dass du halt dich irgendwo festgreifen kannst, sag ich mal. Okay. Möhre, einmal ganz kurz Pause. Moment. So. Verdammt. Nein. Moment. So, ich bin wieder da. Sehr gut. So. Aber jetzt ist es auf einmal wieder dunkel. Ich hab irgendwie festgestellt, wenn ich meine Aufnahmetaste drücke auf F9. Ja. Dann verändert sich auch das Bild hier. Auf einmal ist es viel dunkler. Okay. Ich sollte es einfach nochmal probieren. Moment. Genau. Ja, Moment. Wir sind gleich wieder da. Ja. Das sieht besser aus? Ja, das sieht besser aus. Sehr gut. Muss du mir nur sagen, wann ich wo wie zu cutten hab. Du brauchst auch gar nicht cutten. Ach, brauchst du nicht cutten, okay. Zu, übrigens, das zu. Was zu? Zu cutten. Hab ich das falsch? Zu cutten. Ach so. So, das war, Entschuldigung, bei mir ist gerade mal eben schwarz. Genau, die Dateien, das waren die von eben. Dann bewege. Und jetzt geht's weiter. So. Achso, du legst dann einfach einen schwarzen Bildschirm da drüber und gut ist dann. Nein, der Bildschirm ist halt schwarz dann. Achso. Okay, gut. Gut. So. So, jetzt sind dann, wir megamäßig gerüstet. Ja, auf jeden Fall. Hast du eigentlich auch ein Goldschwert? Nee, ne? Nee, ich hab diesen Zombie-Arm. Achso, auch gut. Der macht 14 Nahkampfschaden. Okay. Das ist okay. So. Sieh mal meine geile Friese nicht mehr. Das stört mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Hättest du dir einen Helm mit Hörnern machen müssen. Ja. Mit so einem Schlitz für die Haare vielleicht.
So. Ausrüstbar sozialer Schlitz. So. Ja, wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Übersetzungsfehler. Ich wette, das sollte Slot vermutlich heißen. Vermutlich. Vermutlich sogar. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das falsch übersetzt wurde. Aua. Oh Gott. War das eigentlich geplant, dass wir jetzt hier lang gehen? Ja, ne? Ja. Gut. Ich dachte, weil letztes Mal bin ich ja hier gestorben. Und sonst wäre ich ja wahrscheinlich noch da. Boah, sind das viele Viecher hier. Ja. Er kommt einfach nicht hoch. Und ich treffe auch nicht mehr. Boah, das Ding ist sowas von schnell. Ja. Yeah. Headshot. So. Ich muss aber auch sagen, dass genau. die herkömmlichen Fackeln, die machen irgendwie ein viel cooleres Licht als meine Eisfackeln. Diese hier? Ja. So. Ach so, stimmt. Meine Freundin Medusa ist ja auch noch unten irgendwo. Aua. Oh. Nein. Wehe, du stirbst. Ja, ich dachte gerade. Hier, die Giant Snail, die hat sich hier ein bisschen festgefahren. So. Ich glaube, da bin ich nämlich. Ach genau, da bin ich hier runter. Jetzt so. Hier. Da ist die Schleimmama. Oh nein, das Viech wieder. Oh ja, ich höre ihn jetzt. Vorsicht. Ach, komm, die heißt Platz wirklich da. Schleimmama. Ja klar. Ja, sicher. Jetzt würde ich mir sowas ausdenken. So. Genau. Dann sind aber dieser Wurm, der kann doch nicht das. Oh, kann nicht normal sein. Hier ist so ein scheiß Piranha im Wasser, da muss aufpassen. Irgendwie ist der immer nur da, wenn du dabei bist. Also, als ich vorhin hier alleine rumgelaufen bin, habe ich ihn nicht einmal gesehen. Ja, ist klar. Ich bin wieder schuld. Ja. Du weißt ja, wenn man einen hat, auf den man nicht schuld ist. Ja. Weißt du was? Wir nehmen jetzt ein bisschen Anschwung. Ja. Und dann bin ich ja mal gespannt. Gib Kette! Annette! Jawohl! Und zurück! Oh, da ist die komische Medusa. Boah, die hat 200 Leben, ne? Oh. Boah, da habe ich Glück gehabt. Scheiße. Hilfe! Lauf zu mir! Komm irgendwie zu mir! Ja, ich versuch. Ich bin tot. Möre, das war. Das. Das war nicht so gut. Nee, ne? Also ich möchte sagen, das hast du schon mal besser gemacht. Ja, das stimmt schon. Gut. Ich eile. Boah, die Medusa ist gerade über mich rübergesprungen. Ja, die hat vor allem 200 Leben. Nee, hier, hau doch mal ab hier. Lass mich doch nicht. Die lässt mich hier nicht rein, die Alte. Wo hat die denn 200 Leben her? Ja, das ist. Boah, ey, willst du mich verarschen, Petra? So. Die stand erst vor der Tür, so dass ich nicht reinkam. Dann habe ich die Tür abgebaut. Und dann hat sie sich einfach in die Tür gestellt, sodass ich die nicht mehr hinbauen konnte. Das ist schon Mobbing. Da, wo ich herkomme, ist das Mobbing. So. Oh, Schleim hier, hau ab. Piss dich. So, meine Holzrüstung. Würde ich mir nie anlegen. So. Oh, da ist die Medusa wieder. Ja, die ist scheiße. Oh, da ist auch der Wurm. Ich hab ihn. Nein! Oh, hab ich mich nochmal gerettet gerade? Das hier ist Gameplay vom Feinsten. Oh! Und tot. Aber von hier oben oder? Kann mir die Medusa. Oh. Doch, sie kann mich auch hier oben noch in Stein verwandeln. Ja, sobald man sich zu der dreht, ist es um ein Geschehen.
Aber jetzt hagelt es gerade Feuerpfeile auf die Medusa. Stirb! Brenne im Feuer! Ich bin auch gleich wieder da. So, Moment. Bremsen. Da unten sind die Überreste von Medusa. Und deinen Pfeilen. Wie steige ich denn nochmal aus? Mit E. Ah! Yes! So. Sehr gut. So, warte mal, ich überlege gerade. Ach genau, ich bin dann hier lang. Bin dann hier runter. Genau, dann bin ich auch noch hier runter. Hier in der komischen Dings, da war rechts einer drin. Genau, dann bin ich hier noch runter. Oh, gucke mal. Ja, klug gemacht auch, ne? Wie hast du das gemacht? Boah. Das war doch eben schon wieder Rettung in letzter Sekunde, gibst du? Ja, das. Hui. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich habe ein Seil habe ich einfach gebaut hier runter. Und da, wo das Geld liegt, nämlich hier, bin ich gestorben. Macht Sinn. Ja, hier war es um mich geschehen. Weil hier von da oben irgendwo ein, so ein Ding runtergefallen ist. Ist die Falle noch aktiv? Nee, hier ist irgendwo so ein Schalter und oben drüber war so ein, quasi hier oben, war so ein, war so eine Steinkugel, wie Indiana Jones, nur dass sie nicht hinter mir hergerollt ist, sondern auf mich drauf, platsch. Auf mich drauf, einfach. Ja, aber das ist jetzt der Mist hier mit dem ganzen Wasser, oder? Ein bisschen. Das sollten wir eventuell. Oh, boy, wir können auch da runter gehen, wo du jetzt gerade stehst. So. Wir hämmern uns hier einfach runter. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch Seile habe. Die habe ich. Und dann machen wir nämlich Folgendes. Dass wir einfach so uns dann da runterbauen. Geil. So, jetzt brauchen wir neue Seile. Zack, zack, zack. Und so. Oh, da kommt schon die Lava-Ebene jetzt. Wir sind schon ziemlich tief. Mann, gut, dass wir noch Holzrüstung anhaben. Ja, feuerresistent auch. Hier unten haben die auch, glaube ich, alle ein bisschen mehr Leben. Und verteilen ein bisschen mehr Schaden. Und man kann natürlich auch verbrennen in der Lava. Perfekte Voraussetzungen. Ja. Wobei ich glaube, so ganz in der Lava-Welt sind wir noch nicht angekommen. Weil dafür sieht es hier noch ein bisschen zu freundlich aus. Ehrlich gesagt. Ich habe eine Idee, aber bitte hasse mich nicht. Ich weiß, was du vorhast. Du lässt das Wasser jetzt. Ja. Warte. Brecht den Damm! Befreit den Fluss! Und jetzt. Zack. Gut. Da haben wir das Lava-Problem gelöst. Jetzt haben wir natürlich nur wieder ein Wasserproblem. Das war weniger spektakulär, als ich gehofft hatte. pass auf, sonst gehen wir einfach hier rechts. Warte mal, ich sehe da gerade was glitzern. Hier. Was glitzern? Ja, hier, warte. Hier. Ich sehe vor allem auch den Wurm. Ich hab grad wieder. Oh, da ist er schon tot. Ja, klar. Ah, genial. Mal eben im Vorbeigehen. Wollte ich gerade sagen. Ja, klar. Mit einer Selbstverständlichkeit. Aber es kam gut rüber, ja. Ne? Also. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen Stein. Boah, fast ertrunken. So, haben wir ein bisschen Lidohr auch wieder. Ich habe letztens auch mal ausprobiert, ob das klappt mit dem Streamen bei YouTube. Nee. Ja, doch. Also ich habe es eingerichtet gekriegt. Bei mir scheitert es an der Bandbreite von meinem Internet. Oi. Ja, das ist blöd. Oh, danke.